Mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin eingeladen von Professor Spitz, um eben Vortrag zu halten über, wie hängt denn der Mund mit Diabetes und chronischen Erkrankungen zusammen. Den habe ich gerade gehalten, hat Spaß gemacht. Ja, ich komme eigentlich, bin eben Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate, auch Heilpraktiker. Aber man könnte mich auch als Biohacker bezeichnen oder eben Gesundheitsoptimierer. Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Das ist eine der Top 10 Todesursachen in der westlichen Welt und hat viel mit Insulinresistenz zu tun, mit der falschen Ernährung, hauptsächlich dem Lifestyle, der eben basiert auf Getreide, auf Zucker, auf Fertigprodukten, auf diesen raffinierten Speisefetten, Omega-6-Fettsäuren. Und ihr wisst ja, wie ihr euch alle ernährt, so ungefähr, ja, Kuhmilchprodukte. Und auf der anderen Seite natürlich als Zahnarzt, wo es eher um die Reparatur geht, im Sinne von, wir haben Loch, Karies hat auch irgendwas mit Zucker zu tun. Im Endeffekt geht es alles darum, was löst in eurem Körper eine chronische Entzündung aus oder chronischen Stress. Das sind die Zytokine, TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta, IL-6, NF-kappa-B, die sowohl über den Lifestyle, über die Fettleibigkeit ausgelöst werden, aber eben auch durch Störungen aus der Mundhöhle, wie zum Beispiel Entzündungen an der Wurzelspitze, begünstigen IL-6. Also Immunzytokine oder eben die Metalle, die deinen Insulinrezeptor belegen können oder eine Insulinresistenz vorrufen können oder auch einfach als Entzündungsmarker wieder im Blut den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen können. Insofern, das ist alles ein Konzept. Der Mund ist Spiegel für eure Gesundheit und hier fängt eben alles an. Die Epidemie des 21. Jahrhunderts ist die chronische Erkrankung. Das kann alles sein. Das kann Ängstlichkeit sein, Depression sein. Das kann Magen-Darm-Probleme sind extrem häufig. Schilddrüse ist eine der üblichen Verdächtigen. Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, chronischer Stress, Müdigkeit. Chronische Müdigkeit ist typisch. Oder einfach rundum sich nicht topfit fühlen. Chronische Problematiken. Alles, was akut ist, haben wir über die Medizin abgedeckt. Du brichst dir deinen Arm oder du hast eine Infektion, kriegst halt ein Antibiotikum, gehst ins Krankenhaus, das passt. Wir brauchen eben heute Lösungen, um eben mit diesen chronischen Themen umzugehen. Und witzigerweise ist eben der Mund wahnsinnig wichtig dafür, weil da eben ganz viel installiert ist und eben das ganze Nervensystem überfeuern kann oder das Immunsystem auf Krawall bürsten kann. Toxine spielen eine riesige Rolle. Also als Paradebeispiel sagen wir einfach mal die schwarze oder die silberne Amalgamfüllung. Die enthält 50% Quecksilber. Quecksilber ist das giftigste nicht radioaktive Element dieses Planeten. Man muss es als Zahnarzt, als hochgiftigen Sondermüll entfernen und allein da sollte man schon ins Denken kommen, dass das keinen Sinn macht. Die Studienlage ist klar, dass Quecksilbermoleküle oder jegliche Schwermetalle, die eben in der Industrie verwendet werden und nicht in eurem Körper eigentlich, wenn die zu erhöht sind in eurem Körper, führen die auch wieder, weil wir auf dem Diabeteskongress sind, zu einer Insulinresistenz oder eben zu Diabetes durch eine Auslösung von Entzündung, aber auch durch die Blockade von Rezeptoren, wie zum Beispiel dem Insulinrezeptor, der eben wahnsinnig wichtig ist. Insulin ist nicht böse oder gut, sondern Insulin ist wichtig, ist ein Speicherhormon, es speichert euch Kohlenhydrate, aber es speichert auch Protein und Fett und Mikronährstoffe. Insofern wollen wir die Zelle und den Schlüssel-Schloss-Prinzip so sensibel wie nur irgendwie möglich haben, damit wir auch alles da reinbekommen. Aber das Problem ist eben Insulinresistenz, der Körper reagiert nicht mehr auf diesen Reiz, ihr habt zu viel Zucker die ganze Zeit in eurem Körper und einen erhöhten Blutzuckerspiegel und eben die ganzen Schwermetalle und Toxine führen dazu, dass ihr eben mehr Insulin produziert und eben eine Vorbereitung für die Diabetes liefert. Also es gibt schon einen Paradigmenwechsel, aber die Probleme sind einfach, dass immer noch viele Leute denken, Krankheit befällt dich von außen. Das hat was mit der Genetik zu tun und jetzt gehe ich einfach zum Arzt und hole mir mein Medikament gegen das Symptom. Hat also mit mir selber nichts zu tun, ist also auch nicht meine Verantwortung. Ziel muss sein, es ist dein Leben, dein Körper, deine Gesundheit. Wenn du in Richtung optimale Gesundheit denkst, was eben mein Mindset ist, dann kriegst du eben von mir Lösungen angeboten oder von anderen coolen Leuten, damit du selber das in die Hand nehmen kannst, was für mich persönlich viel, viel entspannter ist, wie wer sich denkt, ich bin jetzt abhängig von irgendeinem Mittel oder so, sondern ich will eben selber in die Hand nehmen und gucken, was kann ich optimieren? Kann ich meinen Schlaf optimieren? Kann ich mein Essverhalten optimieren? Wie kann ich meinen Lifestyle aufs Optimum bringen? Die Tendenz ist immer noch in der Medizin, dass Gesundheit ist Abwesenheit von Krankheit. Ich will aber optimale Gesundheit. Das heißt, ich kann geil schlafen, ich regeneriere gut, mein biologisches Alter ist viel, viel jünger als mein chronologisches. Ich bin 37, mein biologisches Alter ist meistens zwischen 20 und 30, gemessen mit Herzratenvariabilität. Ich messe mit Schlaftracking, ich habe einen Continuous Glucose Monitor. Also man kann wahnsinnig viel auch technisch nutzen und sich selber, man nennt es Quantifizieren oder Quantified Self oder Biohacking oder Health Optimization. Das ist der Trend, in den es gehen sollte. Also diese Communities für Biohacker und Leute, die sich eben für optimale Gesundheit interessieren, die muss aufgebaut werden und da brauchen wir einfach mehr Leute und es macht mega Spaß, weil ihr habt einfach Spaß. Ja, darum geht's nämlich. Wissen die, was funktioniert? Und in der Welt, die scheinbar schlecht ist, eben geil leben, weil es gilt immer noch, sind sie zu stark, bist du zu schwach und da können wir was dagegen tun. Aus meiner Sicht, ein gesunder Lifestyle ist eben, dass ihr alles vermeidet, was irgendwo eine Entzündung auslöst.
Ich habe ein Ernährungsdesign-Konzept geschrieben, da gibt es eine grüne und eine rote Tabelle. Wenn ihr euch an die rote Tabelle vermeidet ihr einfach, also alles, was irgendwie industriell hergestellt wird. Und die grüne Tabelle basiert auf Makronährstoffen, Protein, Kohlenhydraten, Fett. Und es geht im Endeffekt zurück zur Natur. Alles, was ihr jagen könnt, fischen könnt, sammeln könnt und das eben für euch individualisiert. Nummer eins Ziel ist wahrscheinlich, was ich mit meisten Patienten mache, dass ich erstmal eine initial ketogene Ernährungsphase einbaue, den Körper auf den Fettstoffwechsel umprogrammiere, sodass ihr irgendwann wie ich einen Hybridmotor installiert habt. Das heißt, ich kann innerhalb von kürzester Zeit, mein Körper wird Fette als Energielieferant nutzen, aber wenn ich sie brauche, nach dem Sport zum Beispiel, weil ich natürlich auch immer noch ein Athlet bin, nutze ich die Kohlenhydrate, aber natürlich nur die gesunden, wie zum Beispiel eine Süßkartoffel, und installiere die. Mit der Natur im Einklang leben. Jegliches Mindset funktioniert, ob ihr Veganer seid oder ketogen oder ein Carnivore oder ein Paleo. Spielt keine Rolle, ihr müsst nur wissen, wie ihr das macht. Und da haben wir jetzt bald ein Online-Produkt draußen, kommt am 15.05. auch über die AMM. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir eben, dass dieses Spezialistendenken ein bisschen aufhört in der Medizin, sondern dass jeder Arzt eben selber bei sich anfängt, sich so optimal gesund wie möglich macht, diese Gesundheits-Journey oder Health-Journey oder den eigenen Weg den Patienten weitergibt und wir eben ein Gesamtkörperkonzept entwickeln und eben, ja, ich wünsche mir einfach viel Spaß und Peace, dass die Leute eben zusammenleben und eben ja, das maximal rausholen, alles genießen können und eben gar keine großen Probleme haben und wissen, was zu tun ist.